Er läuft richtig gut. Steht hier mit uns schön Tommy Mattmann. So, und jetzt fragen wir noch mal nach. Jetzt fragen wir noch mal nach beim Tommy. Was war los mit dem Ladedruck? So, wir fragen ihn noch mal. Tommy, Mensch, ich habe schon gehört, 4 Bar Ladedruck wieder. Was ist los mit dem Ladedruck? Warum fehlt der? Ja, das ist gerade eine sehr gute Frage, weil also Lader sind eigentlich groß genug, wo wir Ladedruck machen, dass wir eigentlich wieder fahren können. Aber ja, jetzt sagen die gerade, dass eben bei 80 Meter Flüssigkeit unten rausgekommen sind. Okay, ich höre gerade. Da müssen wir nochmal genau gucken, was da jetzt die große Sache ist. Aber 4 Bar Ladedruck kann eigentlich so nicht sein. Ich habe auch gedacht, wir hätten sehr schön gedreht, also ich glaube, der Pulver aber es war nicht die Horsepower da. Weiter, Formel. Daniel, kannst du noch nicht? Ich höre schon, es muss weitergehen. Tommy, danke schön für den Moment. Blue Sander wartet auf die Startfreigabe mit dem Superstock von der Strecke. Und hier Gas. Weiter geht's, genau. Und die liegende Formel Blue Sander sitzt auf dem Traktor. Das zweite oder dritte Mal ist die erste am Steuer. Und hier ist Stepper, die Tochter vom Besitzer. Macht die Startfreigabe 4000 PS. Hier ist aber Mühe. Also, Power Power nach Hutschwagen von Lusander, das dritte Mal auf dem Traktor unterwegs. Kann sie den Lusander über die Bullbullwagen bringen? Sie kommt wirklich vom Start weg. Ja, alle Anfang ist schwer. Test für die Lusander-Pilotin. Und sie kommt nicht weg. Das zweite oder dritte Mal ist sie auf den Schlepper, das kann ich euch nicht ganz genau sagen, aber sie war noch nicht am Steuer und am Führungspedal. Schauen wir mal, ob sie beim zweiten Mal zu drehen bekommt und die Kupplung hält. Dann könnte es für den knapp 4000 PS starken Traktor hier Richtung Full-Pull-Marke gehen. Zweimal nicht vom Start weggekommen, zweimal 4,51 Meter die Nachwuchsfahrerin.